Barakallahu fikum, Verkürzung des Gebetes heißt, die Gebete, die aus 4 Raka'a sind, die werden 2 halbieren. Das heißt, Dhuhr, Asr und Isha. Früh und Maghrib gibt es nicht, halbieren. Wie betet man das? Man macht für sich selber Adhan, leise. Und dann, wenn man natürlich unter den Leuten ist, aber wenn man allein ist, da sollte man laut machen. Und dann macht man Iqama, betet man 2 Raka'a, Salam alaikum, Salam alaikum. Wenn man dazu auch Asr beten, dann macht nochmal Iqama und Asr. Das macht man bei Maghrib und Isha dasselbe. Und dasselbe Gebet, das gleiche Gebet, wie du das immer machst, aber verkürzt. Wie betet man im Zug oder im Flugzeug oder im Bus? Wenn du die Richtung von Qibla kennst, dann gut. Allahu Akbar, erstmal in die Richtung Qibla. Wenn du im Stehen das machst, ist richtig. Allahu Akbar, und dann sitzen und dann weiter beten. Bei Ruku', du verbeugst dich ein bisschen, und bei Sujud, Niederwerfung, mehr. Und so betest du, Allahu Ta'ala, ala wa ala. Leicht. Unsere Religion ist Erleichterung. Unsere Religion braucht von uns 2 Themen. Dass du Wissen hast, dieses Wissen verstehst und praktizierst, das ist alles.